Hallöchen zu einer neuen Ausgabe Nach Schmeckt's. Und heute wollen wir was testen. Heute testen wir Müllermilch Schoko. Nein, Quatsch. Bevor jetzt ein User, der die letzte Zeit viel kommentiert hat, eine mittlere Schnappatmung kriegt, das testen wir natürlich nicht. Sondern wir testen einen anderen Kakao, nämlich vom Weinstephan. Frischer Kakao mit 3,5% Fett. Und schauen wir doch mal, wie das schmeckt. Ja, man muss ja mal was Neues probieren und ein User hat mich drauf gebracht, nämlich genau genommen der Christian, der einen schönen langen Kommentar unter meine Videos geschrieben hat mit Kritik, weitgehend konstruktiv, das freut mich. Er hat zwar meine Videos ziemlich zerrissen, möchte ich sagen, aber es kam auch noch was bei rum und ich denke, dass ist so in Ordnung. Wie gesagt, Kritik könnt ihr immer gerne in die Kommentare schreiben und wenn es einem nun mal gar nicht gefällt, dann gefällt es einem nun mal gar nicht, dann kann man da nichts machen. Aber er hat mich auf die Idee gebracht, Kakao zu testen und natürlich, er war von meiner Müllermilch und meinem Müllermilchreis und so weiter nicht so angetan. Und deswegen habe ich dann, ja gut, probier's mal was anderes, war im Supermarkt und da ist mir der Weinstephan frischer Kakao halt über die Füße gefallen. Aus guter Vollmilch, steht auch noch drauf. Und da dachte ich mir, komm, probier's mal den. Vielleicht ist das ja mal was. Das ist nicht zu ausgefallen, aber auch nicht zu normal, sage ich mal. Weinstephan schon ja etwas, ich sag mal, eigentlich höhere Qualität, sollte man meinen. So Level wie Landliebe, nehme ich mal an. Und deswegen testen wir den jetzt einfach mal. Und dann schauen wir mal uns das im Detail an. Wie gesagt, Weinstephan, frischer Kakao, 3,5% Fett aus guter Vollmilch. Und hier steht auch nochmal aus erlesenen Kakaobohnen. Milchmischgetränk, wärmebehandelt, 3,5% Fett mit im Milchanteil, nicht mit Blödsinn. Zutaten: Vollmilch, Zucker, 1,3% fettarmer Kakao, Stabilisator, Carrageen, Speisesalz. Das ist sehr übersichtlich. Und das hat pro 100 Milliliter 84 Kalorien, das ist nicht so wenig. Jetzt muss ich doch mal kurz die Müllermilch hier hinzuziehen. Was hat denn so eine Müllermilch? Erstmal hat die natürlich viel mehr Zutaten, das seht ihr hier. Ja, da ist also noch Traubenzucker drin und Aroma und Vitamine und Riboflavin und noch mehr Vitamine und lauter so Zeugs. Und natürlich Buttermilch, was hier gar nicht drin ist. Deswegen ist auch die Mümi so dick immer. Und die hat nur 78 Kalorien. Fett sind 3,4 Gramm bei der Weinstephan Kakao und hier ist es nur 1,6 Gramm Fett, das wundert mich irgendwie. Und was haben wir an Kalorien? Quatsch, Blödsinn. Zucker, 9,5 Gramm bei dem Weinstephan hier und bei der Mümi haben wir 11,7 Gramm und trotzdem hat es irgendwie weniger Kalorien. Keine Ahnung, hängt vielleicht mit Fett zu. Ich frage mich echt, warum die Müllermilch so wenig Fett hat. Okay, aber egal. Schauen wir uns das mal noch mal im Detail an. Und ich habe was vergessen, deswegen bin ich ganz kurz weg und ganz gleich wieder da. Moment. Ich bin überhaupt nicht weit weg. Ihr hört mich vermutlich nur noch leise, wenn überhaupt. Das mag daran liegen, dass ich vergessen habe, ein Glas mitzubringen. Weil wir wollen das natürlich nicht nur schmecken, wir wollen das auch sehen. So, jetzt haben wir auch ein Glas hier. Das finde ich sehr positiv. Und dann würde ich sagen, die ist übrigens schön kalt, immer wichtig, Milch irgendwie kalt. Also ich mag Kakao immer möglichst kalt. So, dann schüttel ich das einfach mal. Mit ein bisschen Akustik. Ich weiß gar nicht genau, ob ihr das hört. Und dann würde ich sagen, stellen wir mal das Glas scharf und öffnen den Kakao. So, und da fällt uns schon mal was auf. Ich rieche mal kurz dran. Nein, es fällt uns gar nichts auf. Der riecht ziemlich frisch. Ich fülle mal etwas ein. So, da muss man ein bisschen mehr herhalten. Und man sieht natürlich direkt, im Gegensatz zu jetzt einer Müllermilch zum Beispiel, ist er deutlich dünnflüssiger. Aber das, wie gesagt, ist auch okay. Er ist auch nicht so dunkel wie manch anderer Kakao. Er ist relativ hell. Riecht sehr gut. Und ich probiere jetzt einfach mal direkt einen Schluck. Mhm.
Und direkt verschluckt. Das ist eine Suppe. Hm. Er schmeckt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also Müllermilch ist ja Buttermilch drin. Deswegen ist Müllermilch ziemlich dick. Wenn ihr jetzt von der Tanke oder sonst wo diese Gläser Kakaos holt, die schmecken immer ziemlich intensiv nach Kakao. Und wenn ihr jetzt sowas wie den Weinstefan hier holt, oder aber vielleicht kennt ihr das von Landliebe, Landliebe hat ja auch einen Kakao, der schmeckt halt doch sehr milchig und weniger nach Kakao. Schmeckt schon deutlich nach Kakao, klar, aber ist nicht so, ja, künstlich intensiv. Ist ein bisschen wie wenn ihr euch frische Milch nehmt und die selbst mit Kakaopulver so ganz leicht nur macht. Also nicht irgendwie 3-4 Löffel reingekippt und das Ganze ist mehr ein Pudding, sondern so nur so ganz leicht angehaucht. Und so ist auch der hier. Schmeckt tatsächlich fast wie selbst angerührt. Und das feiere ich ja so ein bisschen. Ich mag die aus den Flaschen auch gerne. Die trinke ich häufig, nehme ich die beim Bäcker mit oder beim Metzger oder sowas. Wenn ich mich mal beim Metzger verlauf, aus Gründen, auch das soll ich nicht so oft wiederholen. Also sage ich jetzt nicht, dass ich Vegetarier bin und deswegen eigentlich gar nichts beim Metzger zu verlieren habe. Jetzt habe ich es doch gesagt. Egal. Und ja, und da hole ich mir immer die aus den Flaschen. Die sind auch gut. Aber in diesem Weinstefan und den Landliebe-Kakao, der geht da einfach nochmal eine Stufe drüber, finde ich. Das schmeckt richtig schön. Ja, als wenn man sich einen halt frischen Kakao macht. Und das ist halt doch nochmal was anderes, wie diese Glasflaschen, die es dann für, was weiß ich, 1 Euro bei Metzger gibt oder für 1,10 Euro oder was es auch immer an der Tanke. Schmeckt richtig gut, kostet übrigens etwas über 1 Euro. Ich meine, 1,19 Euro hätte der gekostet. Ist drin, wie viel ist denn eigentlich drin? 1,5 Liter nehme ich an. Jawohl, 1,5 Liter ist drin. Also, ich finde den Landliebe, den es ja auch gibt, in Glasflaschen dann in der Regel, noch mal eine Ecke besser wie den hier. Aber der ist schon sehr, sehr gut. Also, ich würde jetzt zur Punktewertung kommen und dem eine, ja, im Prinzip muss ich ihm schon eine 8 geben. Also 8 von 10 Punkte hat er durchaus verdient. So, ich lege den hier hin. Ja, so, so, so. Und dann grüße ich nochmal den Christian, der so schön kommentiert hat unter meinem Video. Und weil ich gerade am Grüßen bin, grüße ich auch den Batman. Der wurde schon von einem anderen YouTube-Kollegen gegrüßt, deswegen grüße ich ihn jetzt auch nochmal, weil er auch bei mir immer so schön schreibt. Und die zwei, der Christian und der Batman, die haben sich auch so ein bisschen hin und her diskutiert. Das finde ich irgendwie ganz nett, dass da so ein bisschen Diskussion auch mal aufkommt unter meinen Videos. Das feiere ich. Und jetzt frage ich euch, vielleicht speziell den Christian, wenn ihr das seht, habt ihr den schon mal probiert? Wie findet ihr den Weinstefan frischer Kakao? Gut, schlecht? Mögt ihr doch lieber das aus der Flasche oder vielleicht doch lieber die Müllermilch? Schleichwerbung. Ja, man mag mir unterstellen, dass ich Müllerprodukte liebe, aber es ist nur so. Aber ich finde den gut. Ich finde den besser wie die Müllermilch, muss ich echt sagen. So, wie gesagt, wie findet ihr es? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter in Verbindung mit dem Kommentar. Ihr wisst ja jetzt, wie das funktioniert. Da kann ich mit arbeiten. Ansonsten habt ihr hier und hier noch zwei andere Videos und klickt mal drauf, vielleicht gefallen euch die besser oder genauso gut oder nicht ganz so gut, ist egal. Und natürlich ganz zum Schluss, wie immer, der obligatorische Hinweis auf den Abonnieren-Button. Ja, und dann würde ich sagen, ihr habt euch wohl, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.